Yo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 2. Diesmal auch hoffentlich wieder mit Stimme, weil in der letzten Folge hatte ich vergessen, mein Mikrofon einzustecken, weil ich einen Tag davor meinen PC gesäubert hatte und da alles ausgesteckt hatte. Ja, sorry, ich meine, eine Folge ohne Stimme ist auch mal nicht schlimm. Dann ist sie vielleicht nicht so schön, aber naja. Ist ja auch scheißegal. Heute überfallen wir das Amt, ja. Wie in der letzten Folge ich es erwähnen wollte, aber ich konnte ja nicht. Ich habe ja die ganze Zeit irgendeinen Blödsinn gebabbelt. Naja. Ist ja auch egal. Hier müssen wir jetzt, glaube ich, rüberklettern. Genau. Die Amtmission kenne ich noch auswendig, glaube ich, fast. Ja. Gut. Ja. Gut, gehen wir jetzt mal weiter. Und da sind wir auch schon, die Feinde. Sehen wir da schon. Finde einen Weg hinein. Gut, hier ist geschlossen. Und hier ist das Einzige, was offen ist. Was offen ist. Nämlich die Toiletten. Ja. Okay, hier sind wir. Im Spiegel. Und wir öffnen mal die Tür. So. Hier ist jetzt der Notausgang, aber den machen wir nicht auf, weil ich meine, wir gehen später eh durchs Fenster. Und irgendwo hier ist jetzt, glaube ich, auch der Keller. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Jetzt lass mich in Ruhe mein Rätsel fertig machen. Ach, dummes Geschwätz. Ich dreh mal meine Runde. Lass dich nicht aufhalten. Okay, schau, wir müssen jetzt irgendwie die da leise ausschalten. Ich hab noch sowas in Erinnerung hier. Ehe während du dich bewegst, um die Ecke zu gucken. Okay. Er geht jetzt rauf. Das nutzen wir aus und machen dann gleich hier ein Überfall. Hey, wie kann der uns sehen? Leise ausschalten. So. Gut, Leute, jetzt müssen wir hier erstmal hochkommen. Ganz ruhig. Sashi, ganz ruhig. Normal bin ich ein guter Schleicher. Und noch einer müssen wir ausschalten. Und da haben wir auch eine Pistole gefunden. Oh, eine Revolver. Nehmen wir uns mal mit. Gut, hier tun wir uns mal verstecken. Wir dürfen jetzt nochmal da hinten lang kommen. Ja. Wir gehen mal hier lang. Man. Okay. Da hinten ist also das Ding. Wir lassen es einfach mit Alarm. Ich meine, scheißegal. Ich glaube, der Alarm, scheißegal mehr, wo der ist, Leute. Der ist irgendwo unten. So richtig in Erinnerung habe ich es nicht mehr. Also, jetzt denke ich, wäre hier ein Bro oder irgendwas. Woman. Okay, das ist das Büro vom Direktor. Okay, hier ist der Schlüssel. Hier müsste der Schlüssel sein. Ah, hier ist der Schlüssel. Und jetzt schnell zum Safe. Sehr schön. Schnell zum Safe, Vito. Den Safe finden wir nämlich hier hinten irgendwo. War es hier? Nee. Hinten ist der nichts ahnende Wächter. Sehr schön. Den haben wir jetzt auch. Und jetzt zum Safe. Das ist nämlich hier. Ja, okay. So, jetzt mal das Schloss hier knacken. So, haben wir schnell gemacht. Sehr schön. Und nun holen wir die Dings. Aber jetzt geht der Alarm los. Naja, ist ja nicht schlimm. Dann bekommen wir, glaube ich, nur $2000. Ach, das ist scheißegal. Und ich weiß auch schon, wo es rausgeht. Ja. Jetzt kommt die ganze Polizei. Jetzt müssen wir gut abhauen, Leute.
Ja, es geht nämlich der Alarm los. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Ja, hier geht's raus. So, und schön aus dem Fenster klettern. Yay! Da haben wir schon. Da haben wir jetzt einen schönen Überfall gemacht. Und schnell hier runter. So. Ja, so einfach geht's. Und keiner weiß, wer das jetzt war. Ja. Hui, das ist ja schön. Jetzt haben wir hier ein paar Dings, haben wir jetzt hier. Sogar eine neue Waffe gekriegt, umsonst. Ein Penner. Naja, wir steigen wieder in unser Auto hier rein und keiner weiß, wer es war. Mystisch. Das war eine Sache von 5 Minuten, Alter. Geil. Hihi, jetzt sind wir hier weg. Ja. Wir haben es, Leute. Wir haben... Wow, 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 wow. Hallo, Herr Polizist. Ich bin nur so schnell gefahren, ich hab's eilig. Sorry. Fuck. Naja, egal. Die Straße kann auch mal ein bisschen Reinigung benötigen. Wie geht's? Schöner Gut. Abend, was? Ja. So, und da sind wir auch schon wieder. Und, wie ist's gelaufen? Leider ziemlich unschön. Konnt's nicht verhindern. Wir hatten eine Abmachung. Weißt du noch? Wenn's Probleme gibt, kriegst du nur ein Drittel der Kohle. Na, dann lass mal sehen. Na, Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese Marken haben nämlich ein Ablaufdatum und das ist zufällig morgen. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht loswirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na geh schon. Je mehr Marken du loswirst, desto mehr Kohle gibt's. So, ja, die Marken haben jetzt ein Ablaufdatum, so viel wie Henry gesagt hat. Deswegen müssen wir jetzt hier alle Tankstellen abklappern. Ich glaube, es sind 6 Stück. Die werden wir ja in ein paar Minuten hinkriegen, wie nett. Muss ich leider morgen wieder von vorne spielen, diese eine Mission hier mit den Tankstellen. Aber ist ja scheißegal. Wir gehen jetzt erstmal zu der hier. Gut, machen wir jetzt mal schnell. So. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung. Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher, geht klar, Mann. Okay, da haben wir jetzt die ersten Verkauf. Jetzt gucken wir schnell auf die Map. Dann fahren wir jetzt zu der hier am besten. Ja. Gut. Close the gates. Ihr Lieben. Meine lieben Zuschauer, los geht's hier. Sashi on the road geht's jetzt hier. Und ich freue mich auch auf Free Roam später, wo wir ein bisschen Quatsch machen, wo wir ein bisschen cheaten und alles. Ich weiß ja gar nicht, wie das mit dem Cheaten geht. Muss ich mir erst noch angucken. Oh, fuck. Das war nicht so clever hier, das gerade. Das war ein bisschen... das war ein bisschen, wie soll ich sagen? Ein bisschen umständlich, ja. Gut, Viertelzeit ist schon gleich rum, aber ach, Leute, das kriegen wir bestimmt hin. Yay, jetzt haben wir hier, fahren schön durch die Pamba hier durch. Und halten hier an. Hey, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung. Kein Problem. So. Gilt aber auch für dich. Immer diese scheiß Nase hochziehen, ey. Mann. Gut. Die hier. Hey, Polizist, Polizei, habt ihr das gesehen?
Hey! Ja, wenn ich dem jetzt reingefahren wäre, ich hätte hier einen Strafzettel gekriegt oder gleich abgeknallt. Das gibt es nicht, Leute. Diese Polizei in diesem Spiel, die ist sowas von schrecklich. Schön langsam fahren. Ja. Für unseren lieben Freunden Helfer. Wow. So. Hier schön rum. Hallo, ich dachte gerade, das wäre ein Polizei. Ein Polizeiauto. Und die eine Tankstelle machen wir jetzt noch und dann ist die Folge leider vorbei. Da muss ich hoffentlich speichert er bei den Tankstellen. Weil er muss ja auch wissen, viele Menschen Let's Play in dieses Spiel, da muss man auch ja speichern, weil irgendwann die Folge auch mal vorbei ist. Ja. Hey, willst du vielleicht ein paar übrige Benzin? Der spricht gerade mit der Tür. Aber Emma, wo hast denn du die her? Ach, vergiss es, will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar. Ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger deswegen. Keine Angst. Halt einfach den Mund. Gut, jetzt haben wir die letzten drei, die machen wir dann. Oder kommen die machen wir jetzt noch, sind noch 1, 2, 3, dann fahren wir jetzt noch zu der und zu der. Komm Leute, das kriegen wir noch hin in der Folge hier. Ist ja eine Kleinigkeit. Geht ja immer ein bisschen länger, dann ist sie erst gegen Abend online, aber ist ja scheißegal. Ey, fährt er mich hier einfach. Boah, was es Typen gibt. Scheiße, bremsen. Lass mich durch. Ich muss hier, ich hab's eilig, Leute. Ihr lieben Fahrer hier. Und, Hutgeschäft. Gerade entdeckt. Ist jetzt halt auf der Map eingezeichnet. Naja. Früher war es immer so, wenn man vorbeigefahren ist, hat er die meistens erkannt. Oh, das war die Motorhaube. Schwimm mal, ich war ein bisschen langsamer. Hallo Polizei. Na, schönen Abend, Herr Officer. Ja, tschüss. Jetzt gebe ich wieder Gas. Doppelgas mit Pfeiltasten hier. Oh, hier wird das große Hotel gebaut, wo wir später das sprengen müssen. Das ist, glaube ich, auch noch so eine Mission. Ich kann es nicht mehr so gut in Erinnerung. Ich meine, ich habe das vor 3-4 Jahren mal gespielt, das Spiel. Ja, natürlich auch noch vor einem Jahr, wo wir es, oder es ist sogar schon fast 2 Jahre her, wo wir den Freeroam-Mod da getestet hatten. Aber das war ja kein Let's Play. Das war ja nur ein Dings. Da hat schon nicht mal durchgespielt, das Spiel. Lass mich, Alter. What the fuck? Okay, ich hab die Karre im Arsch. Hören Sie, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Ja, wenn Rito. Sie wollen, sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem, verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. Okay, ciao. So, jetzt geht's zu der hier. Fahre bis bitte lacht alle Tankstellen ab, ja. Noch 2 Tankstellen sind's jetzt und dann haben wir's gepackt, Leute. Nennt mal die halbe Zeit rum. Naja, geht die Folge auch wieder 18 Minuten. Gute 18 Minuten und hat die wieder 500 MB und dauert wieder. Stimmt, wenn die Verbindung wieder schlecht ist, bestimmt wieder 300-400 Minuten zum Hochladen, ey. Internet und heutige Technik, ich hasse es irgendwie. Ein bisschen hasse ich es schon. Weil heutzutage ist ja fast überall Internet und dann ist der Server sehr überlastet. Deswegen ist auch heutzutage meistens das Internet ausgefallen, weil bei uns ist jetzt WLAN schon seit ein paar Tagen irgendwie halb tot hier. Leitung ist halb tot. Ja, deswegen gut, dass wir Ethernet haben. Eine 6000er Leitung, wo davon vielleicht bei mir nur 1000 ist, aber zum Hochladen reicht es für so. Naja, kleiner Clip ist das jetzt hier nicht mehr. Das ist schon bald ein ganzer Film, was wir hier aufnehmen, ey. Ja. Und vielleicht mache ich auch später mal, dass ich das ganze Let's Play in einem langen Video zusammenfüge. Das geht dann 7-8 Stunden geht das dann. Also ein ganzer Film, aber Leute, das lassen wir, oder? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es wollt, dass wir am letzten, also wenn wir am Schluss die ganzen Mafia-Folgen in ein großes Video zusammenschneiden. Dass ihr dann, das heißt, einen großen Film gucken könnt von 7-8 Stunden. Ja, vielleicht noch länger, 10 Stunden.
So, hier ist die Tankstelle, die haben wir jetzt freigeschaltet, hey, wie ihr sehen könnt. Ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier mit der Kohle. Ja, okay, hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? So, und irgendeiner, es gibt auch noch Joe's Adventure, das habe ich schon dreimal gespielt. Ob wir es spielen werden, weiß ich nicht. Das habe ich nämlich schon dreimal gespielt. Da wird man nämlich bei einer Tankstelle verpetzt. Und warum ist jetzt der Wegpunkt nicht drin? Hallo, Wegpunkt? Achso, jetzt. Ja, ist ein bisschen ein altes Spiel. Das dauert ein bisschen zum Laden. So. Hui. Jetzt haben wir hier schön über die Hui-Straße. Na komm, lass mich durch. Lass mich schön durch. Das ist die letzte, komm, das ist die letzte Tankstelle. Eine schöne Abendfahrt. Ich meine, wir haben jetzt, ja, so 11:30 dürfen wir jetzt haben nach der Uhr. 11:30 durch. Und jo. Fahren wir jetzt schön zur letzten Tankstelle. So spät. Ja. Ich kann nichts dafür. Und kennt ihr diesen Weg noch von dem ersten Überfall, wo wir den Walder Coupé da gestohlen hatten? Das ist jetzt unser zweiter Raubüberfall, glaube ich schon. Ja, unser zweiter Überfall ist es jetzt. Das andere war ja nur Dings. Und wir werden auch in den Let's Plays nicht nur immer Story spielen, wir werden auch zwischendrin mal ein paar Autos verschrotten, weil dann kriegen wir pro Auto bis zu, also bis 400 bis 600 Dollar kriegen wir pro Auto. Es kommt immer darauf an, welches Auto das ist. Wenn es jetzt ein feines Auto ist, kriegt man, glaube ich, bis zu 600 Dollar. Und das machen wir auch mal zwischendrin. Das heißt, dann sind bestimmt 3-4 Folgen, wo nichts gezockt wurde von der Story. Das heißt, einfach nur herumgefahren, bisschen Geld verdient. Oder etwas überfallen. Hey, ich habe ein paar Benzinmarken übrig. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Okay, das war der letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was verdient. Ich sollte zu Joe zurück. Okay, jetzt müssen wir noch zu Joe zurück. Alter, das... wo ist denn der alte Säufer? Geh zu Joe, um die Mission abzuschließen. Gut, das machen wir jetzt noch. Das ist ein Stück. Naja, wir fahren ja über die Golden Gate Bridge oder wie das heißt. Das Ding da und ja, Leute. Das war heute sehr lange. Also manche Folgen sind wirklich sehr lange, Leute. Wie ihr sehen könnt. Ja. Und ich benutze viel zu oft das Wort Leute. Leute. Ja. Na. Schauen, dass kein Radio geht. Ich hätte so gerne jetzt Radio gehört mit euch zusammen, aber... Das wird ja der YouTube-Feind gleich sperren. Ihr wisst, was ich meine mit YouTube-Feind. Also für mich ist es ein Feind, wegen meinen Videos. Dass ich keine Musik drin machen kann. Musik ist immer ein bisschen peppy. Peppy. Und die Map ist auch sehr groß, wie ihr sehen könnt. Da hinten geht's noch weiter. Also für ein Spiel von irgendwann... Vor Jahren ist es schon eine große Map und schöne Grafik. Wirklich. Ich glaube, das Spiel ist mit GTA 3 oder GTA 4 damals rausgekommen. Ja, ist schon sehr alt. Machen wir unser Nummernschild auf Sashi LP. Es geht nämlich S-A-S-H-I-L-P. Ja, das dürfte gehen. Oh. Wow. Sorry. Wir müssen unser Auto reparieren in der nächsten Folge. Ich meine, wir können ja ein bisschen da rumfahren. Lalala. Ja, wir können ja jetzt in die Tankstelle, Dings da fahren, in die Reparaturwerkstatt, aber für was? Hui, jetzt gehen wir hier schön rein. Boah, die Folge trische Schlange, noch eine Minute, dann sind wir 20 Minuten. Ich guck mal, wie viel Gigabyte eine 20-Minuten-Folge hat. Dann kommt nämlich immer 20 Minuten Folgen. Hat bestimmt jetzt, 10-11 Gigabyte diese Folge. Das wird viel, Leute. Das wird richtig viel, das zu konvertieren und dann zu rendern. So. Und ja, ich gehe jetzt offline hochspeichern, also ohne aufzunehmen. Und an dieser Folge würde ich sagen, ich verabschiede mich von dieser Folge Mafia 2 und bedanke mich natürlich fürs herzliche Zuschauen. Würde ich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Von Mafia 3, ja. Gut. Bis dahin, ich bin jetzt raus und ihr habt wie immer fleißig rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sashi LP.